Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RET V7. Mit mir dabei der gute Biba Potzemann. Hallo. Der ist gerade hier was tun gegangen. Was tust du? Ich versuche mich gerade ins Bett zu legen. Also. Das hat irgendwie ein paar Mal gescheitert. Ich wollte die Bahnstrecke weiterbauen gehen. Okay, alles klar. Gut. Und mit mir zusammen werdet ihr euch mal eine Sache angucken. Wir werden mal beim Putze dann zwar auch noch vorbeigucken. Und zwar werden wir uns... wo haben wir ihn? Da haben wir nicht. Aus Ender.io nämlich einen Block zusammenbauen. Wenn ich ihn jetzt finde. Wireless Charger, genau, das ist er. A lot of soul. Wir haben jetzt mittlerweile ein Jetpack und vielleicht haben wir auch schon das ein oder andere Tool, das mit RF funktioniert, und deswegen nehmen wir uns so einen Wireless Charger. Der hat den Vorteil, man braucht eigentlich nur in der Nähe zu sein, dann werden all seine Items geladen und man braucht sich eigentlich nicht mehr so großartig drum zu kümmern. Ist ein cooles Tool, ist aber ein bisschen komplizierter zu bauen, aber das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. So, wenn wir mal das Rezept anschauen, Wireless Charger ist hier Electrical Steel insgesamt 7. Gut, schauen wir mal, ob wir das hier noch irgendwo in der Kiste vielleicht haben. Steel. Ich sehe jetzt hier keine. Da können wir natürlich auch nochmal bei uns im System gucken. So. Electrical Steel. Machen wir noch da. Oh, das ist okay. So, dann. Da. Brauchen wir noch ein Octadic Capacitor. Dazu brauchen wir ein Vibrant Alloy. Und zwei Double Capacitors und ein Glowstone. Boah. Fangen wir mal damit an. Haben wir davon irgendwas da? Haben wir da. Davon brauchen wir zwei Stück. Ich hätte dir ja vorher mal gucken können, ob wir vielleicht Octetic schon da haben. Nein, haben wir nicht da. Okay. Gut, dann. Brauchen wir den da? Cluster haben wir nicht da. Was war das andere? Cluster war ich schon mal sammeln. Sollte ja, ich genug haben. Vibrant Alloy. Project Red hat nämlich wieder ordentlich was gefluckt. Ah, okay. Haben wir da Vibrant Alloy einmal. Muss noch eins herstellen. Energetic Alloy und Ender Pearl. Energetic Alloy? Nein. Brauchen wir das ganze Paket wieder? Okay. Also, wir brauchen Redstone, Gold, Glowstone. Und dann danach noch Enderpearls. So, wie viel machen wir uns da? 8 Stück. Dann nehmen wir uns 8 Redstone. Na komm, nimm's dir. Noch einen. Gut. 8 Gold. 8. Gut. Und dann noch Glowstone. Davon brauchen wir ein bisschen mehr. Ja, komm, nehmen wir mal so ein bisschen was mit. Und die Maschine steht unten. Also gehen wir halt mal runter. Bauen wir uns mal ein bisschen. Da steht sie doch. Ich sehe dich doch. So. Wir bräuchten Alloys, 8 Gold, 8 Redstone und 8 Glowstone. So, das dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment, aber wir haben hier zum Glück schon einen Double Layer Capacitor drin. Dann sollte das natürlich ein bisschen schneller gehen. Dich brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, komm, das warten wir jetzt noch einen kleinen Moment ab.
Schauen wir nämlich der Vorsicht hat nochmal so. Weil wir brauchen hier nämlich noch eins. Und hier brauchen wir Gold und Soul Sand. Okay, das könnten wir gleich nochmal holen. Gold und Soul Sand. Gold und Soul Sand. Wir haben zwar jetzt schon ein bisschen Gold, aber das läuft ja schon durch. Gold. Komm, sind wir nicht so geizig. Und Soul Sand haben wir da hinten, glaube ich, drin im Baumaterial. Jawohl. Haben wir da. Noch was vergessen? Das haben wir jetzt dann komplett, weil das stellen wir gerade her. Das da haben wir dabei. Und dann halt da. Dann brauchen wir für das hier, brauchen wir ein Solarium. Silikon brauchen wir ein Enderman-Head. Haben wir ein Enderman-Head? Oh, das ist natürlich... Passt ein Enderman-Head. Da habe ich nicht drauf geachtet. Der Enderman-Head ist nämlich leider etwas, was man für diesen Wireless-Charger braucht. Du brauchst einen Ender-Resonator. Und der Ender-Resonator wird hergestellt aus einem Enderman-Head. Jetzt bin ich aber echt am Überlegen, wo kriegte man den her? Wahrscheinlich musst du dir ein Schwert mit Beheading oder wie das heißt machen. Das kann sein, ja. Und dann braucht man mal dann wieder... Endermänner jagen. Genau. Increases Skull and Enderpearl Drops. Gut, dann brauchen wir ein The Ender. Zweimal Dark Steel, ein Stick. Dark Steel, haben wir das noch zufälligerweise da? Das ist es nicht, das ist es nicht. Dark Steel, wenn wir das Dark Steel auch noch herstellen. Hey. Das zieht sich wahrscheinlich wieder alles etwas in die Länge. So, Dark Steel ist einfach Obsidian, Pulverized Coal und Iron. So, Obsidian hatten wir hier. Nummer 4. Pulverized Coal hatten wir davon, noch Unmengen davon. Wenn die Kiste aufgeht. 1, 2, 3, 4. Und 4 mal Eisen. So. Da werden wir jetzt mal erstmal ein bisschen hier. 2 Stockwerke tiefer. Bauen wir uns nochmal ein schönes The Ender. Bist du fertig? Jawohl, bist fertig. Gut. Dann das da plus dem plus dem. Ne? Habe ich wieder das falsche Kohlepulver? Ne, du hast bloß einen Moment gebraucht zum Nachdenken. Na gut. Das soll es ja alles geben. So, dann haben wir hier den da. Die Solariums, das war Soul Sand und Gold, okay. Das brauchen wir da. Dann brauchen wir gleich noch einen Stick dazu. Das kommt dahin. Nun komm, mei. Dieser Dark Steel braucht immer Ewigkeiten zum Herstellen. Na komm. Gut. So, dann haben wir dich. Können wir dich schon mal herstellen? Da war doch gerade noch der Crafting Table gestanden. Vor wenigen Stunden, Minuten. Na gut, nehmen wir dich. Gut, also zack, zack und zack. The Ender. Time to strike, jawohl. Ist es auch. Und? Da haben wir jetzt noch einen. Und dann können wir hier schon mal... Wie viel brauchen wir? Wir brauchen eigentlich nur 2 und 2. Und nehmen das schon mal raus. Dann kriegen wir uns das Solarium. Und
gut, die License, ja, Iron und Shear, das ist kein großes Thema. Silicon, Vibrant Alloy haben wir. Und dann brauchen wir noch für den Octatic Capacitor, brauchen wir nochmal Glowstone. Und dann müssen wir im Kompressor. Im Kompressor, ach, da sind hier noch 8 Stück drin. Komm, legen wir nochmal ein paar nach. Kann nicht schaden. So, dann haben wir zumindest grob schon mal das, was wir brauchen. Wir brauchen dazu aber natürlich noch eine weitere Maschine. Nämlich hier die Slice and Splice Maschine. Okay, dann brauchen wir also noch eine Maschine und da hinten dann natürlich auch wieder Strom. Haben wir noch irgendwo so ein Energy Conduit Kabelchen, weißt du das? Wenn, dann wahrscheinlich in der Ender-IO-Kiste. Oder haben wir es hier? Übrigens, ich bin blöd, ne? Die waren da drin schon gelegen. Ach ja. Da haben wir noch ein paar. Gut. Dann brauchen wir noch die Slice and Splice. Und dann brauchen wir noch ein paar Enderköpfe. Wobei, wir können hier erstmal den hier fertig bauen. Nein, können wir immer noch nicht. Weil ich depp natürlich unten. Ja, ist ja gut. Dann laufen wir wieder zurück. Komm. Es wird auch Zeit, mal das Ableiter-Netzwerk nach unten umzuziehen. Da spare ich mir den einen oder anderen Fußweg. So, die haben wir. Dann brauchen wir jetzt noch ein Energetic Alloy und eine Enderpearl. Na komm, lauf los. Ach komm, sind wir nicht so geizig. Pfeift drauf. So, erledigt. Kann ruhig ein bisschen laufen. Ja, da sind wir. Dann haben wir zumindest mal den Capacitor fertig gebaut. Geh auf. So. Hier haben wir den Octatic Capacitor. Den haben wir. Das können wir dazu machen. So, dann brauchen wir für den hier eigentlich nur noch den Ender Resonator und dafür brauchen wir das Slice and Splice. So, wo haben wir das? Machen wir es anders. Suchen wir danach. Slice. Richtig tippen auch noch. Da haben wir es. Dafür brauchen wir dich. Ach ja, da haben wir anscheinend auch nichts mehr da. Doch, die haben wir da. Die haben wir da. Iron Bars. Haben wir aber nicht mehr genug da. Gut. Dann haben wir das und das. Da brauchen wir noch mehr Solarium. Eieiei. Da brauchen wir nochmal 5. Oh. Soul Sand. Wir haben kein Soul Sand mehr. Oder doch noch irgendwo. Hast du bei dir drüben noch zufälligerweise irgendwo Soul Sand rumliegen in deinem kleinen Häuschen? Musst du bei Baumaterial gucken. Gut. Baublocks. Weil genau einer fehlt natürlich. Einer. War klar. Wie wenn ich es vorher nicht abgezählt hätte. Sicher bin ich mir. Baublocks. Soul Sand. Ha. Wunderbar. Das war auch die Kiste, die ich noch nicht umgezogen hatte. Na komm, geh auf Tür. Tür. Jetzt. Macht aber auch nichts. Außerdem wird es gerade dunkel. Dann werde ich mich dann gleich mal auf die Suche nach... jetzt ist Schlaf natürlich ungünstig für mich.
So, die noch schnell raus. Dann nehmen wir uns hier. Wo kommst du denn, Mr. Zombie? So, komm. Genau. Sonst? Nee, Max not da. Ich glaube, der hat nämlich ein... Nö. Spawn Room. Ja, jetzt haben wir die Nacht tatsächlich wieder übersprungen, ne? Ja. Die waren schnell mit ins Bett gehen. Ja. Ja, und dieser arme Typ hängt hier gerade an der Wand. Na gut. Ja. Also Nemax hat einen Spawner. Ja, bloß ich habe leider seine Koordinaten gerade nicht da. Weiß, warte mal. Gut, du bist gestorben. Passt auch. Außerdem hat mir zum... Moment, ich bin hier gerade noch beim Gucken. Irgendwas, das hat mir alles nicht gefehlt. Irgendein Enderman, Snow Golem, Skeleton Horsehead, irgendein Kopf, okay. Damit kann man das dann bauen. Okay. Also das würde dann funktionieren. In der Hoffnung, dass dieses Beheading hier funktioniert. Puh. Ich muss erst mal gucken, wo er ist. Mhm. Also der ist irgendwo in der Stadt und dann... Ja, ich habe dummerweise meinen Client neu installiert. Und ich hatte vorher die ganzen Koordinaten drin. Und die hatte ich natürlich vergessen, wieder neu reinzusetzen. Ja. Wo ist denn der? Ach, oh. Hier vorne, da ist er. Hm? Ich flieg mal hin. Gut. Oh, ich habe Monster Hunter gelernt. Gottes Willen. Wie wenn das erste Monster gewesen wäre, das ich gekillt habe, aber gut. Kam mir auch kein Kopf raus. Insel runtergekracht. Eine Insel? Oh, das ist aber blöd. Kann man sowieso mal deaktivieren. Gut. Das haben wir und dafür haben wir jetzt dann Shears brauchen wir einmal. Und dann brauchen wir einmal die Iron Axe. Iron Axe, sagte ich. Mann. Ich hoffe, das ist der Richtige, zu dem ich hier hinfliege. Haben wir keine Sticks mehr drin? Wir haben keine Sticks mehr drin. Na gut. Dann nehmen wir halt mal aus dem Zauberrucksack noch mal ein paar Sticks. So, die Solarium von unten noch. Und dann noch ein Köpfchen. Von irgendjemandem. Aber da haben wir hoffentlich noch was in der Kiste. So, bist du fertig? Jawohl, bist du. Da haben wir dich. Oh, ich sollte gucken, wo ich hinfliege. Hat manchmal seine Vorteile. So. Haben wir hier einen Kopf drin? Nein. Hier. Ein Creeperhead. Creeperhead ist gut. Nehmen wir einen Creeperhead. Creeperhead. Geht. Slice and Splice. Haben wir das schon mal? Klemmen wir schon mal hier hin. Und dann können wir in die Slice and Splice zumindest schon mal das reinlegen, was wir haben. Und zwar hatten wir gesagt, für krieg schon kalt. Du kriegst kalt? Ja. Das ist aber nicht nett. Beulen. Bald müsste ich bei Nemak sein. Okay. Ach, ich bin doch doof. Ich brauche noch Electrical Steel.
Eisen, Kohle, das Silikon. Ich bin dann vorbeigeflogen, glaube ich. Vorbeigeflogen, das ist aber nicht gut. Ich wollte hier nur noch schnell Kohle, das da noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und den noch schnell in den Ofen schmeißen. Und dann wäre ich glatt bereit dazu, mal kurz bei ihm vorbeizuschneiden. Sofern du es natürlich dann gefunden hast. Also machen wir sie finden. Ja, klar. Ich war da nämlich mit der Karte auch noch nicht. Okay. Ich muss gerade mal eine kleine Pause einlegen. Aha. Sonst erfriere ich. Ja, das ist nicht gut. Fackel stellen. So, Electrical Steel fließt. Können wir hier gerade mal wieder? Ja, da können wir nochmal nachlegen. Genau, passt. Sieht hier noch mit Sprit aus. Sprit sieht gut aus. Hier. Was können wir da noch? Also bei den ganzen Gractic-Ärzten bin ich mir immer nicht sicher, was man da wirklich bearbeiten sollte. Ich habe da echte Schwierigkeiten. Weil manche Sachen sind wirklich merkwürdig. Kobalt, Salpeter, Salz, Ember, Nether, Titanium, da. Ah, was haben wir denn da? Nether, Iridium. Huhu. Ach ja, übrigens, unter unseren Kommentaren war so ganz zufälligerweise die Frage, wo haben wir denn das Iridium her? Das muss hier in irgendeiner der Kisten gewesen sein. Osmium. Nee, Iridium. Ja, das kommt aus Osmium raus. Ach, aus Osmium kommt das raus. Okay. Dann. Ich bin komplett in die falsche Richtung. Aus Osmium. Na, schauen wir mal, ob wir hier nochmal Osmium haben irgendwo. Ansonsten schauen wir uns in Any Eye an. Ich finde es gerade nicht gut. Also, schauen wir mal ganz kurz hier nach Osmium, weil wir wollen ja schließlich auch solche Fragen nicht unbeantwortet lassen. Apropos unbeantwortete Fragen, denke ich, was Wichtiges, haben wir total vergessen. Und zwar am Montag, den 15. Liege ich richtig? Ich glaube schon 15. Ja, ne? Ja, irgendwas um den Plus Minus. Ja, Plus Minus, ne? Also Montag, ne? Ab 8 Uhr werdet ihr uns auf Twitch mal wieder live erleben können. Da machen wir mal wieder einen Livestream. Denn die Vorweihnachtszeit kommt langsam auf uns zu und wir wollten euch ein bisschen mit unserer Community zusammen auf dieses Event einstimmen. Ja, so viel sei zumindest gesagt. Ja. Also, Livestream gucken. Wichtig. So, und ich gucke jetzt hier gerade mal nach dem Crusher. Ore Byproducts. Hier steht es ja auch. Iridium Dust bei Osmium Ore. Ja. Also, so kamen wir zumindest zu Iridium. Da kommt noch ein bisschen Bleed-Blei-Zeugs. Gut. Electrical Steel. Das haben wir. Nee, Max hat zwar einen Spawner, aber Villager nur. Für Villager. Dann könntest du. Du bist doch theoretisch in der Nähe vom Stadtkern, oder? Täusche ich mich da jetzt komplett, ne? Könntest du da mal einfach ins Lager gucken, ob die sowas da haben? Ich weiß ja nicht, ob die sowas vorrätig haben. Weil Olli würde ich ja sonst gerne fragen, aber der ist ja gerade nicht da.
Du meinst, ich soll stehlen? Nein, gucken, ob sie sowas da haben. Stehlen tue ich. Nein, gucken sowas mit den Fingern. Genau, gucken mit den Fingern. Das ist eine gute Umschreibung dafür eigentlich. Warum lässt du mich jetzt da nicht reinlegen? Ach, bin ja blöd. Solarium oben, Silikon unten. Das ist ein Enderman-Head von Ender.io. Ja. Wobei Huch, hier fällt die Dekoration von der Decke. Ja. Naja, wenn das hier jetzt rumliegt, dann kann ich es auch mitnehmen, oder? Ein Enderman-Head von Ender.io, ja, genau sowas. Ups. Wenn die ihre Dekoration nicht richtig anbringen. Ja, also das ist natürlich schon doof. Ne? Also sowas, das darf nicht sein. Ja, sonst despawnt das auch nachher. Ich nehme es besser genau, mit. Genau, nimm es mit, genau. Sagen wir Olli dann morgen Bescheid. Wir werden Olli Bescheid sagen und ihm dann entsprechend Ersatz liefern. Ist logisch, ne? Natürlich machen wir sowas. Ach, da fällt unbedingt Werkzeuge. Werkzeuge. Jetzt müssen wir nochmal Werkzeuge basteln. Werkzeuge. So, also nochmal der Charger. Das da hier, da brauchen wir einmal noch die Shears. Und dann brauchen wir für den Charger dafür nochmal eine Iron Axe. Die beiden kommen oben rein. Komm, geh auf. Iron Axe hier, Shears hier. Dann kommt für den da hier Solarium oben. So, das haben wir auch. Und dann kommt hierfür noch zweimal Silikon. Habe ich jetzt gerade nicht da, haben wir aber da. Hinter dir. Hilfe, sag doch nicht sowas. Bin doch schreckhaft. Ich nehme es gleich. Bevor es despawnt. Du frierst. Gehe ich einen Schritt. Ja. Ich muss mich neben Lava stellen. Also, okay. So. Jetzt sollte das Rezept eigentlich funktionieren. Hoffentlich, genau. Läuft. Sehr gut. Wir kriegen das heute noch gebacken. Haha, cool. Danke an die Stadtverwaltung für die großzügige Spende, die wir euch natürlich gerne wieder zurückgeben. Ist logisch. Ja, machen wir ja. So, und dann können wir jetzt hier und hier und den hier und den hier und dann haben wir den hier. Ja, jetzt haben wir. So, der Wireless Charger. Ein richtig cooles Tool. Gehen wir mal runter, wo wir Strom haben. Noch nicht, aber gleich. Zack, Strom haben wir da. Und dann stellen wir den Wireless Charger hier hin. Und dann sehen wir, Charges Items in Nearby Players Inventories. So, wenn ich jetzt in mein Inventory gucke, ja, leider ist mein harten Checkpack schon geladen. Hast du noch irgendwas zum Laden an dir? So ein Binder. Ich frage mich gerade, wieso sich mein Hammer lädt. Ja, warum nicht? Wie weit bist du denn weg? Du bist gar nicht weit weg, oder? Was ist das Ding? Bin neben der Schmelze. Das ist nicht weit weg für ihn. So, und Reichweite das war's. Hat denn der? Moment, ich schau mal. Wo ist das Ding da? Also nicht so weit weg von dir, hätte ich gesagt. Irgendwo ist mein, da ist mein Crescent Hammer. Aber es gibt noch eine Sache, die ich selber noch ausprobieren wollte. Wo steht das Ding? Unten? Unten. Bei so. Da hinten, ganz in der Ecke bei der Schmelze in dem Raum. Das ist nicht weit weg, schau mal. Da, wo ich jetzt bin. Ich. Auf der Karte? Ja, ich bin ja neben dir. Okay. Also die Capacitor Bank lädt er nicht. Das hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn er die laden würde. Doch, er lädt sie. Ha, er lädt sie. Ich habe die Capacitor Bank in der Hand und er lädt sie. Das ist cool. Ja, die Schmelze ist, würde ich mal sagen, über in der Horizontalen nicht allzu weit weg. Da, wir können einfach mehr weiter weggehen. Ja, der hat dann aber schon ordentlich Reichweite. Also er lädt die Capacitor Bank jetzt immer noch. Gehen wir mal in die Ecke.
4855. Jetzt leider nicht mehr. Aber warte mal, einfach ruhig mal noch einen Moment ab. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich glaube, es gab sogar noch eine Möglichkeit, das Ding noch abzugraden von der Reichweite her. Das hat doch keine. Kein Interface, ja. Ein Interface, genau. Okay, also er lädt sich selber jetzt gerade. Ja, meine Capacitor Bank ist jetzt auch schon voll, die ich in der Hand habe. Hat einen internen Speicher von 200.000 RF. Ist nicht so viel, aber je nachdem, wie stark das Kabel dahinter ist, ganz coole Geschichte. Hat halt einfach den Vorteil, wir könnten jetzt quasi unsere Schwerter und Spitzhacken und das ganze Zeugs, sofern noch nicht geschehen, mit RF ausstatten. Und wenn wir hier in der Nähe sind, werden die Dinge automatisch geladen. Brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. Gibt noch eine Alternative. Was passiert, wenn ja? Sagen wir drei von den Dingern aufstellen, werden die Tools dann doppelt so schnell geladen? Ich gehe davon aus, ja. Weil dann könnten wir ja so unterm Eingang so ein 5 oder so in der Reihe anderen. Ja, oder vielleicht ein bisschen besser verteilt, hätte ich fast gesagt. Weil sonst die Reichweite ist, sage ich mal, ja, schon ein gutes Stückchen, aber dann doch wieder nicht so ewig und 3 Tage. Komm, stell jetzt mein Bett auf, ich will schlafen. So. Lassen wir es lieber. Das verursacht nur zusätzliches Slack. Nur zusätzliche Probleme, genau. Also der Wireless Charger, wie gesagt, ist sehr interessant. Es gibt jede Menge Tools, die damit geladen werden. Wir müssen es übrigens auch hier den Rug Crusher noch austauschen. Ist auch nicht so ganz optimal für Server Performance. Okay. Ja, bloß bis zu dem richtigen Crusher. Ist nicht ganz so dramatisch, aber es gibt bessere Maschinen. So. Also so ziemlich jedes, was ich bisher in den Fingern gehabt habe, Tool, das RF geladen ist, wird automatisch mit dem Ding geladen. Wie gesagt, Tinkers Construct Materialien werden geladen. Soweit ich weiß, das Wireless Charge Pad. Aua! Hallo, ich kriege doch wieder Frostbeulen davon. Menno. Das Wireless Pad von Applied Logistics wird, glaube ich, damit geladen. Und ganz, ganz viele andere Sachen. Also sehr praktische Geschichte. Sehr zu empfehlen. Ja, wollten wir euch auf jeden Fall mal zeigen. Ganz cooles Tool. So, in diesem Sinne. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja.